Was geht ab, Leute? Meine neue AIO ist da. Meine All-in-One-Wasserkühlung. Und ich würde mal sagen, wir bauen es gemeinsam auf. Scheiße, mir ist Wärmeleitpasta auf mein CPU gekommen. Was machen wir da jetzt? Wenn du das alte haben willst, was noch völlig funktioniert, like das Video und schreib einen Kommentar, wieso ich dir das alte geben sollte. So, als erstes zeige ich euch, was wir hier bekommen haben. Und zwar haben wir zwei neue LAN-Kabel bestellt. Cat 8, die schnellsten, die es auf dem Markt gibt. Neue Thermalpaste, obwohl ich noch welche habe. Und hier ist meine neue Liquid Freezer 3. Irgendwer in den Kommentaren meinte, der sei besser als das, was ich kaufen wollte. Also habe ich beides gekauft. Jetzt ist das da. Ich baue den jetzt mal ein. Und wenn es mir gefällt, behalte ich das. Dann haben wir noch ein Problem. Und zwar momentan beim Streamen ist hier in meinem Zimmer einfach ziemlich heiß. Yes, ich habe McDonald's. Es ist hier ziemlich heiß hier drin. Also muss ich mein Fenster eigentlich beim Streamen öffnen. Geht momentan aber nicht, weil da kommen so viele Moskitos hier rein. Das kann ich auf gar keinen Fall machen. Darum haben wir zwei Fliegennetz, Moskitonetz gekauft, die ich dann auch noch installieren werde. Als erstes fangen wir natürlich an mit meinem Kühler. Das ist das Wichtigste, dass ich den jetzt einbaue. Dann kann ich auch gleich live gehen. Ist das gut hier so? Kann man mich sehen? Ich hoffe, dass es mein Problem löst. Wow, das sieht fett aus. Das erste Mal, wo ich das hier gebaut habe, habe ich das hier auf meinen CPU getan und ich habe vergessen, das hier abzunehmen. Also nicht vergessen, wenn ihr sowas einbaut, ihr müsst auch dieses Plastikteil hier abnehmen. Ich merke gerade, mir fehlen ein paar Schrauben. Schauen wir mal, was wir hier machen müssen erstmal. Da ist nicht mal eine Anleitung. Wir labern Scheiße, hier sind die Schrauben. Ich dachte mir schon. Ist trotzdem keine Anleitung dabei. Braucht man nicht. Wir haben das schon mal zusammengebaut und wir wissen, wie das geht. Okay, wir machen uns jetzt ans Rausbauen. Das dürfte hier nicht so mit runterkommen. Leute, alles ist eingebaut. Neue Ventilatoren sind drin. Ich habe da ein schwarzes mit reingetan. Ja, sieht eigentlich sehr gut aus. Kommen wir jetzt noch zum Schluss. Und wer den hier haben will, einfach mal Video liken und teilen und mal sehen, ob ich den verlose. Ich gebe viel zu viel und sehe viel zu wenig Resultate. Also teilt meine Videos, supportet mich ein bisschen und einer von euch kann das gewinnen.